letzten 2 Jahre wurde uns penetrant eingeredet, dass wir uns schlumpfen lassen sollen. Impfen ist sicher, Impfen schützt und Impfen ist besser als nicht impfen. Punkt. Und es für diesen Impfstoff ja keine gewissen Langzeitstudien gab und es komischerweise ziemlich schnell auf den Markt gekommen ist. Und wir sollten uns nicht nur einmal die Spritze geben, sondern 2, 3, 4 oder 5 Mal uns pieksen lassen. In den letzten Monaten immer vermehrt Videos, die auf eine Übersterblichkeit bei uns in der Bevölkerung hinweisen und das eventuell auf die Impfung schieben. Es gab sehr viele Menschen, nachdem sie den Pieks bekommen haben, dass sie dann starke Nebenwirkungen bekommen haben. Beispielsweise etwas härtere Verläufe waren Thrombose, Herz-Kreislauf-Probleme. Meine Mutter hat zum Beispiel Gürtelrose bekommen. Und ich denke, in eurem Umfeld gibt es vielleicht den einen oder anderen Menschen, der nach der Schlumpfung einige Nebenwirkungen erleiden musste. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Aber dieses Video soll ja jetzt nicht in Richtung Hetze oder Schuldzuschreibung gegenüber der Pharmaindustrie, Politiker, Bill Gates oder sonstige Entitäten gehen, sondern in dem Video möchte ich euch einfach nur dabei helfen, wenn ihr zum Beispiel Impfschäden habt oder Menschen, die ihr kennt, die Impfschäden haben, Nebenwirkungen etc., dass ich hier euch jetzt Tipps geben kann, wie ihr wieder Herr über eure Körper wird bzw. wie ihr wieder auf eure optimale Gesundheit zurückkommt. Von daher nutzt die Chance und ich gebe euch jetzt meine Tipps, was ich machen würde, wenn ich solche Folgeerscheinungen erleiden müsste. Punkt Nummer 1 ist ganz klar, ich würde erstmal meine Ernährung umstellen. Das heißt, ich würde in Richtung schleimfreier Heilkost und pflanzliche Rohkost gehen und würde erstmal mit der Übergangskost starten. Ich würde dann zuerst erstmal die ganzen tierischen Produkte weglassen, Getreide, Reis, Milchprodukte, Kartoffeln, viel gekochte Sachen einfach alles erstmal rausstreichen. Da dieser produzierte Schleim Ursachen für die ganzen Krankheiten sind und den Körper einfach nur mal zusätzlich unnötig belasten, wenn er das entgiften müsste. Von daher einfach mal an und Ehre schauen, da wird es etwas genau beschrieben. Ich würde einen hohen Rohkostanteil mit viel Blattgemüse, Wildkräuter und Sprossen integrieren und das ergänzend mit gebackener Süßkartoffel oder gebackenen Kürbis oder allgemein schleimfreie Rezepte oder auch Gourmet-Rohkost. Da habe ich einige Rezepte auf meinem Blog, da will ich erstmal vorbeischauen. Zu vegan und rohen Burger, Pizzen oder ein gebackenes Süßkartoffelrezept. Außerdem würde ich die Algen, Chlorella und Spirulina zu mir nehmen und auch etwas für mein Mikrobiom tun. Das heißt, ich würde auch Sauerkraut zu mir nehmen und das nochmal zusätzlich zu unterstützen, dass mein Darm mit gereinigt wird, würde ich sehr viel wasserhaltige Sachen auch zu mir nehmen, also sehr viel Gurken, Tomaten, Früchte. Säfte und grüne Smoothies werden auch ein fester Bestandteil. Natürlich auch hier wieder mit wenigen Zutaten, um die Verdauung nicht unnötig zu belasten. Und dann kann ich nur jedem empfehlen, sein Essen nur selbst zuzubereiten und nicht irgendwas im Supermarkt zu kaufen, auch wenn ihr zum Beispiel kocht, weil da habt ihr einfach die Gewissheit, dass da nicht irgendwelche unnötigen Sachen wie Konservierungsstoffe oder Zucker oder Öle mit beigemischt werden. Punkt Nummer 2 ist, dass ich Fasten als eine Gewohnheit integriere. Ich würde zuerst mit dem Intervallfasten anfangen, entweder 16:8 oder 5:2, das heißt, dass man nur am Wochenende zum Beispiel fastet. Diese Esspausen sind förderlich für den Verdauungsapparat, damit man einfach mal der Magen etwas kleiner wird, das Mikrobiom sich auch mal erholen kann und sich wieder mal besser aufbauen kann und der Körper einfach mal Zeit auch richtig zu entgiften. Zum Fasten an sich würde ich jedem Einsteiger das Saftfasten empfehlen und wer noch nie in seinem Leben gefastet hat, 1 bis 3 Tage wird jeder irgendwie hinbekommen, ist jetzt auch wirklich kein Beinbruch und da empfehle ich eigene frisch gepresste Säfte, zum Beispiel mit einer eigenen Zitruspresse. Ich tue sehr gerne Orangensaft zum Beispiel trinken oder man schafft sich halt eine größere Investition an, zum Beispiel einen Slow Juicer, wie ich ihn einen habe, wo ich halt jeden Tag meine grünen Säfte selbst presse, wie zum Beispiel einen Selleriesaft. In der Videobeschreibung werde ich noch weitere Modelle, die ich empfehlen kann, noch zusätzlich verlinken. Während dem Fasten wird auch die Autophagie eingeleitet, das heißt, die Zellen entledigen sich von den ganzen Ablagerungen, den Schleim und den Giften. Um das alles natürlich auszuschwemmen und auszuspülen, ist es natürlich sehr wichtig, hydriert zu sein. Das heißt, ich würde am Morgen zum Beispiel die Gewohnheit etablieren, 1 Liter nährstoffarmes oder nährstofffreies Wasser zu trinken. Man kann auch hier zum Beispiel Gurken oder Zitronenscheibe mit reinschneiden oder man kann auch Tees zu sich nehmen und man sollte halt über den ganzen Tag hinweg immer gut schauen, dass man genügend zu sich nimmt. Um das Fasten noch angenehmer zu machen und den Körper zu entgiften, würde ich auch empfehlen, regelmäßige Einläufe zu machen, damit der Darm erstens ausgespült wird, es zu keinen Verstopfungen kommt, ihr keine unnötigen Entgiftungserscheinungen habt, die euch wirklich das Fasten zur Hölle machen können. Und basische Bäder kann ich auch nur jedem wärmstens empfehlen. Ich tue es zum Beispiel jeden Abend für 2 bis 3 Stunden am Abend machen, im Waschsoda, um richtig hohen pH-Wert zu haben. Da kommen die ganzen Basen, dringen dann in die Haut ein, die Osmose wird eingeleitet und die ganzen Gifte und Schlacke werden dann über die Haut mit ausgeschieden, was wirklich eine sehr einfache Entgiftungsmethode ist. Wer Hilfestellungen in Sachen Ernährung und Fasten benötigt, kann mich gerne anschreiben oder auch mal meine Website
Webseite vorbeischaut. Da findet ihr meine Coachings und Kursangebote sowie zum Beispiel einen individuellen Ernährungsplan. Ihr könnt auch meiner Telegram-Arbeitsgruppe für Gesundheit mit beitreten, da wo ich einige Dateien zur Rohkostreinigung, die Literatur dahinter mit verlinkt habe, wo ihr mir täglich Fragen stellen könnt, wo wir uns austauschen können und wo wir uns halt gegenseitig einfach unterstützen, damit du das, die einfachen Gewohnheiten mit in deinen Alltag integrieren kannst und so meine schwerwiegenden Fehler auch nicht nachmachen sollst, sondern hier ein solides Fundament der Gesundheit aufbauen. Punkt 3 dürfte offensichtlich sein, was aber in unserer Gesellschaft mal wieder mangelbar ist, und zwar Bewegung. Das heißt Krafttraining, Cardio, Dehnübungen, Kampfkunst, alles mit integrieren. Einfach aus dem Grund, dass ihr halt den Blutkreislauf mit anregt, die Lymphe bei euch mit anregt, die ja auch als eine Art Kläranlage im Körper dient, wo halt weitere Ablagerungen und Gifte mit ausgeschieden werden. Natürlich hört dabei bitte auf euren eigenen Körper und schaut, wie lange ihr das Training machen könnt, welche Sportarten ihr am liebsten macht und wie belastbar ihr überhaupt seid, weil es kann natürlich auch schnell wieder ins Gegenteilige abrutschen. In unserer schnelllebigen Zeit ist ja Dauerstress bei sehr vielen Menschen Programm und da ist es halt auch sehr wichtig, hier mal Entspannungstechniken mit einzubauen. Also meditiert, macht Yoga, eventuell auch Qigong und schaut, wie halt einfach mal im Alltag etwas runterkommt. Spaziergang im Wald ist auch immer etwas Schönes. Integriert Atemübungen und schaut, dass ihr halt durch die Nase einatmet, hier über den Bauch, über die Zwerchfellatmung euren Körper mit Sauerstoff versorgt und fördert so den Heilungsprozess von eurem Körper. Und der letzte Punkt wird in unserer Gesellschaft auch sehr vernachlässigt in Zeiten von Social Media und wo man halt die ganze Zeit online sein kann, ist einfach der richtige und erholsame Schlaf. Also schaut, dass ihr über den Tag genug Sonnenlicht tanken könnt, dass ihr euch körperlich betätigt, damit ihr auch dann am Abend wirklich müde seid, Abendroutine vielleicht, euch aufs Schlafen einstimmt und auch hier dann in Ruhe zu Bett gehen könnt und gut und nötig ausschlafen könnt. Also kein Grund zum Verzweifeln. Meine 5 Tipps hast du jetzt erstmal. Ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht. Die werde ich hier alle unten verlinken zum Thema Wasser, zum Thema Schlaf, zum Thema Fasten. Interviews, die ich geführt habe, werde ich hier wirklich alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Falls dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Auch unten in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht etwas vergessen habe. Ob du betroffen bist von diesen Nachfolgeerscheinungen und wie du vielleicht da auch eventuell rausgekommen bist, gerne auch hier Erfahrungsberichte runterschreiben und auch gerne dieses Video an die Leute teilen, die gerade in Panik sind, die am Verzweifeln sind, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, dass man hier denen nochmal unter die Arme greifen kann. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Permakultur oder auch Gesundheit. Ciao!